Wenn du vielleicht noch auf der Suche bist nach einer günstigen Alternative für eine Unterziehjacke für die kalte Jahreszeit, du nicht viel Geld ausgeben möchtest, aber trotzdem qualitativ etwas sehr Gutes haben möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du dran bleibst und einmal mein Video anschaust. Ja, herzlich willkommen bei Buschkraft Pfalz. Mein Name ist Uwe Köhler und schön, dass ihr wieder da seid und mit mir gemeinsam hier aus meinem Buschkraftkeller mein Video anschaut. Vergesst bitte nicht einmal den Abonnieren-Button drücken, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich würde mich super darüber freuen und über einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Ja, nach langer Zeit melde ich mich wieder zurück. Ich glaube, ich habe jetzt 3 Wochen, fast 4 Wochen kein Video veröffentlicht. Das lag einfach daran, ja, dass ich krank war, wie viele im Moment, Erkältung hatte, kein Corona, sondern Erkältung und zwar richtig mit Fieber, allem drum und dran. Daher kamen jetzt erstmal keine Videos. Heute mein erstes Video und heute geht es darum, dass ich euch mal ganz kurz eine wirklich günstige Alternative vorstellen möchte für eine richtig, richtig, richtig gute Unterziehjacke. Jetzt für die kalte Jahreszeit und wir sind mitten im Winter und ich denke, vielleicht hat der ein oder andere Interesse daran, mal zu schauen, was ist das genau und was kann diese Unterziehjacke vor allem. Die Rede ist von der Polartec Generation 3 Unterzieh-Fließjacke. Ich habe eine Version davon an. Das ist jetzt die, ich glaube, Large Regular Variante. Die ist ein bisschen größer, ein bisschen länger. Und hier habe ich einmal die Medium Regular Variante. Und es handelt sich hier um ja, eine Unterziehjacke der US Army. Und die Firma, die Herstellerfirma ist Polartec. Polartec habe ich auch beispielsweise Unterwäsche, die wirklich sehr gut ist. Auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis und Polartec stellt nun mal auch ja, die Winterbekleidung für die US Army her und unter anderem auch diese Fleecejacke. Betrachten wir uns die Jacke einfach mal genauer. Ich persönlich bin kein Freund von Pullover. Ich glaube, ich besitze, wenn es hochkommt, vielleicht 2 oder 3 Pullover. Ich bin ein absoluter Fan von Unterziehjacken, von Westen, die man anziehen kann. Ich habe vielerlei Westen von Decathlon, von Jack Wolfskin, und auch von anderen Marken, unter anderem auch diese hier. Diese hier allerdings zeichnet sich dadurch aus, dass sie wirklich sehr, sehr leicht ist und auch verhältnismäßig dünn, wie man sehen kann, aber dennoch eine wirklich enorme Wärmeleistung hat. Gefertigt ist diese Jacke aus 100% Polartec Elastanvlies. Ich glaube, Elastan ist, aber ich schreibe es euch unten nochmal rein. Ihr habt hier außen 2 Einschubtaschen hier an der Seite, die auch selbstverständlich von innen entsprechend gefüttert sind. Das auf beiden Seiten entsprechend. Ihr habt in der Innenseite nochmal 2 Mesh-Taschen, auch beidseitig, die doch relativ groß sind. Ja, da kann man Handschuhe reinpacken, Mütze reinpacken, was auch immer man da reinpacken möchte. Die Jacke ist an den, sage ich jetzt mal, anfälligen Stellen nochmal zusätzlich mit so einer Schutznaht versehen, an den Ellbogen, im Schulterbereich und auch im Kragenbereich. Ihr habt hier außen so Klett aufgenäht für Namensschild, Truppenzugehörigkeit, wo haben wir es hier, Truppenzugehörigkeit und hier oben einmal ein Viereck für das Dienstgradabzeichen. Ja, ansonsten genau eines noch, das habe ich vergessen, und zwar hier unter den Achseln an der Seite ist das Ganze ein bisschen dünner genäht, so dass hier beispielsweise Feuchtigkeit, die entsteht, abtransportiert werden kann. Ich kombiniere diese Jacke meistens mit beispielsweise hier der Parker Cold Weather der US Army. Der wäre jetzt ohne etwas drunter etwas zu kalt bei der Jahreszeit, aber in Kombination mit dem Vlies und der Jacke
die im Übrigen absolut wasserdicht ist und absolut winddicht. Ist eine Gore-Tex-Jacke. Muss ich fairer halber dazu sagen, die ist jetzt nicht gerade die günstigste Variante. Ich glaube, ich habe für die bezahlt 120 Euro, aber im komplett Neuzustand, aber eine Bombenjacke. Und wie gesagt, die in Kombination mit der Polartec Fleecejacke ist das einfach genial. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr am Marschieren seid, dass ihr die Hauptjacke ausziehen könnt, auf dem Rucksack obendrauf. Diese Jacke hier reicht vollkommen zum Marschieren, wenn ihr Temperatur habt. Und es ist auch bei der Jacke so, wenn mal der Wind geht, der zieht jetzt nicht einfach so durch die Jacke, dass ihr ruckzuck auskühlt. Der Wind wird hier schon entsprechend abgehalten. Nicht zu 100%, das muss ich fairer halber dazu sagen, aber deutlich besser wie bei vielen, vielen anderen Jacken. Also die ist jetzt nicht komplett winddicht, aber sie hält den Wind schon einigermaßen ab. Und ja, was ich auch sehr schön finde bei der Jacke, sie hat einen relativ hohen Kragen. Ich kann euch das mal bei der hier zeigen. Also ihr seid hier oben komplett zu. Der ist auch nicht ausgeleiert, der Kragen. Auch die Armbündchen hier vorne sind mit Gummi versehen, sodass euch auch hier von vorne nicht der Wind in die Jacke reinzieht. Der einzige Nachteil, und das muss ich auch dazu sagen, ich stehe jetzt einfach mal auf, das ist, dass die Jacke hier unten zwar auch einen Bund hat, wenn ihr die aber eine Nummer größer nehmt, so wie diese hier jetzt, dann habt ihr, wenn ihr keine Schneeschütze in der Jacke drin habt, dann zieht es euch hier unten ein bisschen rein. Das ist natürlich bei der kleineren Größe, die ein bisschen enger sitzt, nicht der Fall. Aber umgekehrt ist es so, bei der Jacke ist natürlich ein bisschen mehr Luft zwischen Körper und Jacke. Die Luft kann sich aufwärmen, das heißt, die Wärmeleistung ist bei so einer etwas größeren, also etwas größer, eine Nummer größer. Wie gesagt, das ist Medium, das ist Large Regular. Da hitzt sich natürlich die Luft zwischen Körper und Jacke ein bisschen mehr auf. Das heißt, ihr habt hier ein bisschen eine höhere Wärmeleistung. Was den Preis der Jacke betrifft, da gibt es im Netz wirklich sehr, sehr unterschiedliche Preise. Ein normal regulärer Preis, der für diese Jacken angebracht ist, liegt so zwischen 25 und maximal 35 bis 40 Euro. Maximal. Ich habe für meine beiden bei eBay nicht mehr wie 30 Euro bezahlt und die sind beide in einem hervorragenden Zustand. Sauber gewaschen, nicht dreckig, nicht kaputt, nicht zerrissen, gar nichts. Sie sind also wirklich top, fast neuwertig. Ich habe jetzt aber beim Googlen gesehen, dass beispielsweise, ich glaube, Military First Shop diese Jacke sage und schreibe, ich glaube, für 170 Euro anbietet. Das ist eine Frechheit. Also das ist eine Riesenfrechheit und eine absolute Abzocke. Das hier ist jetzt Polartec Generation 3, Version 3, glaube ich, nennt sich das. Also mehr, also wirklich maximal 40 Euro mehr würde ich für diese Jacke nicht ausgeben, weil mehr muss man auch nicht ausgeben. Man kriegt die bei eBay schon wirklich sehr, sehr günstig. Ich kann sie euch nur empfehlen. Es ist eine wirklich Top-Unterziehjacke für diese Jahreszeit, Bombe. Ihr könnt die auch im Herbst als Übergangsjacke anziehen. Da reicht die vollkommen aus, wenn ihr die anzieht und mit rausgeht. Wie gesagt, meine Empfehlung an euch. Vielleicht wart ihr noch auf der Suche nach so einer Jacke und vielleicht habt ihr sie jetzt gefunden. Ja, das soll es jetzt auch schon mal gewesen sein. Kurzes Video, eine kurze Vorstellung. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Und würde mich natürlich riesig über einen Daumen hoch und vor allem auch über ein Abo freuen. Und bleibt mir gesund, ihr wisst Bescheid und ich wünsche euch weiterhin viel, viel Spaß in der freien Natur. Euer Uwe Köhler von Buschkraft Pfalz.